Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Es ist soweit. Schalke 04 gegen Olympique Lyon. Herzlich willkommen. Ich bin Marco Hagemann, Ihr Kommentator, und neben mir ist Hansi Küpper, der das Spiel analysieren wird. Hallo Marco, ich freue mich. Los geht's. Schalke 04 hat im Hinspiel auswärts möglicherweise ein wertvolles Unentschieden mitgenommen. Das ist ein Resultat, mit dem beide Teams leben können. Sollte sich das Ganze hier jedoch wiederholen, dann sind wir bei der Auswärtstor-Arithmetik. Kluger Pass. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Gut gehalten vom Torhüter. Ich kann mir gut vorstellen, da hatten die Fans die Arme schon oben, weil sie den Ball im Tor gesehen haben, aber nicht mit diesem Torhüter. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Und die Möglichkeit. Ja, der war wichtig. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Gonalon. Das waren die ersten 45 Minuten. Es steht in der Gesamtabrechnung unentschieden, aber Sie wissen ja, die Auswärtstore, die mehr erzielten Auswärtstore geben den Ausschlag. Hälfte 2 ist eröffnet. Mal schön ihn über die Klinge springen lassen. Stark reingegangen und alles mit fairen Mitteln. Er hat ihn versenkt. Der perfekte Start in diesem zweiten Durchgang. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Da haben Sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an, der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Flanke, da kriegt er den Ball. Die Tür ist sperrangelweit offen. Der Ball findet tatsächlich den Weg ins Tor. Dieser Treffer bringt sie wieder voll zurück ins Geschäft. Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Schöner kann man das nicht machen. Konoplyanka. Die Chance. Das geht nicht schnell genug. Also an Ihrer Stelle würde ich doch mal versuchen, relativ schnell in den nächsten Gang zu schalten. Das tun Sie einfach nicht. Gute Chance und er hatte echt was drauf heute. Er ist ein Riesenspieler, ganz schwer zu verteidigen. Da musst du als Verteidiger manchmal einfach hoffen, dass er das Tor nicht macht. Bis hierhin war alles wischiwaschi. Jetzt wird es mal so richtig dramatisch. Das ist doch die Art von Fußball, die wir mögen. Einer legt vor, die anderen kommen zurück. Das verspricht Spannung und Dramatik. Und genauso war es heute. Liebe Fußballfreunde, nun stehen uns weitere 30 Minuten Verlängerung ins Haus. Ein brillanter Moment kann dieses Spiel entscheiden. Ein langer Ball nach vorn. Versucht, die Gasse zu finden. Raus auf den Flügel. Und der Ball ist durch. Da flankt er den Ball. Sie lassen die große Chance liegen. Koke, Volldampf voraus.
Ein langer Ball über die Abwehr. Der Pass kam genau richtig. Ein ganz langer Pass, trotzdem in den Fuß. Das war keine Abseitsposition, das war die Großchance. Und die lässt er liegen. Ob den jemand bekommt? Und damit endet die erste Hälfte der Verlängerung. Die zweite Hälfte der Verlängerung ist angebrochen. Beide Mannschaften haben alles gegeben. Der Krimi bekommt nochmals weitere 15 Minuten. Goretzka. So, und jetzt genug Fußball gespielt. Ab jetzt wird nur noch geschossen und zwar direkt vom Punkt. Nun schlägt die Stunde für die Torleute, aber nur einer wird das Spielfeld als Held verlassen.